Fragen natürlich immer, was ist denn tatsächlich passiert in Russland nach dem Fall der Mauer? Wie kann man das Ganze einschätzen? Nun, Russland heute ist nichts anderes als der ehemalige KGB. Es ist eine absolute, allumfassende Kontinuität vom sowjetischen KGB hin zu dem heutigen Geflecht. Die Dokumentation dieser Sachverhalte, meine Damen und Herren, ist erdrückend. Wer etwas anderes behauptet, lügt oder hat keine Ahnung oder hat eine ideologisch verdrehte und falsche Sichtweise auf die Dinge. Die Russen, meine Damen und Herren, werden nicht kommen, um uns zu helfen, um unseretwillen. Je eher wir das begreifen, umso besser. Auch die Alternative für Deutschland hat sich jetzt stärker orientiert nach Russland, möchte natürlich dann gleichzeitig innerhalb der NATO bleiben und die Bindung an die USA haben, wie dem auch sei. Viele Konservative nehmen Russland inzwischen als konservativ wahr und meinen, die alten Zeiten seien vorbei. Nichts könnte weiter entfernt von der Realität sein. Niemand im russischen Apparat wurde bestraft nach dem Fall der Sowjetunion. Außerhalb Russlands in den Satellitenstaaten des Ostblocks, des Warschauer Paktes, gab es natürlich dann viel publizierte Brüche mit der Vergangenheit, beispielsweise Ceausescu in Rumänien. Das, denke ich, ist das bekannteste dieser Beispiele. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass immer mehr Staaten zwischen Russland und der EU unter die Kontrolle erneut fallen von Russland. Dies hat natürlich viel zu tun mit dem Energiekrieg. Das heißt, man schickt hier nicht unbedingt einfach Soldaten und macht es auf diese Art, sondern es gibt viele verschiedene Arten von Kriegsführung. Vor allem der Geheimdienst, die verdeckte Kriegsführung, ist hier das Allerwichtigste. Das, meine Damen und Herren, ist wichtiger als Panzer, ist wichtiger als Gewehre. Und was man ansonsten noch mit Krieg in Verbindung bringt. Und dann gibt es natürlich noch die östlichen Staaten der Europäischen Union. Diese fallen auch immer mehr unter die Kontrolle der Russen. Insbesondere hat hier der russische Konzern Gazprom, eigentlich ein staatlicher Konzern, spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei. Und weitere Einfallstore nach Europa sind Deutschland aufgrund der DDR-Vergangenheit, der starken Sowjetpräsenz und außerdem noch Italien. Italien hat immer eine ganz, ganz starke kommunistische Präsenz im Land gehabt, 2,5 Millionen Mitglieder der Kommunistischen Partei zu den Hochzeiten. Auch Silvio Berlusconi und viele andere Politiker haben perfekte Verbindungen zu den Russen. Vieles russisches Geld ist in europäischen Staaten angelegt. Und die Propagandakampagne für den Westen war designt, um uns zu überzeugen, dass nach dem Fall der Sowjetunion, nach dem Fall der Mauer, der böse Westen das arme Russland ausgebeutet hätte. Der schwache Jelzin hätte das zugelassen, dann kam der Held Wladimir Putin und machte dem ein Ende. Die ehemaligen Mitglieder des Zentralkomitees der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, und andere hohe Tiere, die heute noch mächtig sind, verscherbelten begeistert nach dem Fall der Sowjetunion, begeistert Volksvermögen, Parteivermögen in den Westen. Das heißt, diese Beziehung war von beiden Seiten gewünscht. Rohstoffe, Waffenbestände, alles Mögliche wurde verschachert, ohne dass die Bevölkerung Russlands was davon hatte. Dadurch kam das Geld rein, welches die Machtgruppe reich und mächtig machte, welches es ermöglichte, Russland umzubauen für die Zukunft. Also eine neue Sowjetunion zu bauen. Wenn der Westen ein Wiedererstarken oder ein Fortbestehen der Sowjetunion verhindern gewollt hätte, dann hätte der Westen die Ex-Sowjets und Geheimdienstler auf eine schwarze Liste gesetzt und gleichzeitig versucht, rechtsstaatliche Strukturen zu fördern, die man hintenrum wieder kontrollieren kann. Stattdessen halfen westliche Banken wie im Kalten Krieg und der Revolution den einflussreichen Sowjetrussen. Geheimdienste kannten dann durch Spionage die westliche Wirtschaft bis ins Detail. Deshalb konnten sie später so effektiv den Übergang vollziehen, Offshore-Briefkastenfirmenkonstrukte erzeugen, um die tatsächliche Eigentümerschaft von Konzernen zu verschleiern. Oder auch um Regulierungen herumzukommen. Europas Konservative natürlich sehr, sehr begeistert von Russland. Einer der wichtigsten Russland-Kenner ist natürlich Jürgen Roth.
bei uns auch schon im Interview gewesen. Hier habe ich ein aktuelles Werk von ihm. Gazprom, das unheimliche Imperium, wie Verbraucher betrogen und Staaten erpresst werden. Dieses Buch gibt es auch bei uns im Recenter Shop unter shop.recenter.com. Und man kann hier sicherlich einiges lernen, nicht nur über einen krummen Konzern, sondern eben auch über den ganzen russischen Machtapparat. In einem Dokument des Zentralkomitees der KPDSU über unaufschiebbare Maßnahmen zur Organisation der kommerziellen und außenwirtschaftlichen Tätigkeit der Partei ist zu lesen, und es handelt sich hier um ein Dokument gegen Ende der Sowjetunion, um das Ende der Sowjetunion herum. Zitat: Auszuarbeiten sind Vorschläge für die Schaffung neuer vermittelnder Wirtschaftsstrukturen, Fonds, Assoziationen etc., die bei minimal sichtbaren Verbindungen zum Zentralkomitee der KPDSU zu Zentren der Herausbildung einer unsichtbaren Parteiwirtschaft werden können. Gazprom wurde 1989 aus dem Ministerium für Erdgasindustrie der UdSSR ausgegliedert und verfügte sofort über das Monopol auf 25% der russischen Erdgasförderung, die gesamte Schwefelerzeugung und die Verwaltung des Rohrleitungsnetzes über das Erdgas aus allen GUS-Republiken, exportiert wurde. Die Zahlungen für das Erdgas wurden über eine ehemalige sowjetische Auslandsbank in Luxemburg abgewickelt. 1990 erfolgte prompt die Registrierung der Imperialbank, deren Hauptgründer die Gazprom selbst, die zu ihr gehörende Gasexport und das Handelshaus Lukoil waren. Im Herbst 1992 hielt die Imperialbank bereits das Aktienkontrollpaket bei der ehemaligen sowjetischen Auslandsbank in Luxemburg, wodurch den Bankkunden aus der Erdöl- und Erdgasbranche ermöglicht wurde, Devisen ganz legal im Ausland zu deponieren. Also die Sowjetunion, die wichtigsten Leute in der SU nie bestraft für irgendetwas, schon gar nicht für das, was sie hier in Ostdeutschland angerichtet haben, sondern man hat sie einfach sich frühzeitig umorientiert und dann innerhalb von ein paar Jahren die Sowjetunion oder zumindest Russland großzügigst umgebaut, um einfach kompatibler zu sein mit dem Westen und erst richtig Geld zu machen. Denn zuvor war die Wirtschaft der SU an den Baum gefahren worden, das Kind war in den Brunnen gefallen, der Karren war im Dreck. Und man war ja begeistert von den Möglichkeiten, die sich im Westen boten. Wall Street, der Westen natürlich instrumentell in der russischen Revolution und im Aufbau der Sowjetunion, im gesamten Kalten Krieg und auch davor. Also glauben Sie bloß nicht die billige Propaganda. Es handele sich hier um eine wundervolle Supermacht, die jetzt konservativ ist und nationalistisch ist und die uns jetzt alle retten wird vor der bösen neuen Weltordnung, den bösen westlichen Eliten und so weiter. Es handelt sich bei Russlands Elite um den KGB. Punkt. Anfang 1993 waren die wichtigsten Positionen in Russland mit Personen besetzt, die Interessen der einflussreichen inländischen Industrie- und Finanzgruppen der exportorientierten Branchen vertraten. Nach Konflikten mit Lukoil entschloss sich Gazprom 1996, eine eigene Bankengruppe zu schaffen. Die Konzernfinanzen wurden seitdem von der Gazprom Bank und der National Reserve Bank, NRB, abgewickelt. Beide Banken stiegen dadurch in die Gruppe der größten russischen Geschäftsbanken auf. Ehemalige Spione der UdSSR sagten: Bei uns wird Ordnung herrschen, weil wir die wichtigsten Bereiche der Sowjetunion auf drei Gruppen verteilt haben. Banken und Wirtschaftssteuerung haben die Nachrichtendienste übernommen, die Partei, die Administration und die Armee, die Schwerindustrie. Die Mafia-Organisationen werden in allen Bereichen für die notwendige Ruhe und Stabilisierung sorgen. Aber es wird eine Zeit kommen, dass wir mit ihnen das machen, was man in Russland mit solchen Leuten macht. Sie werden enthauptet. Danach besteht eine neue Ordnung, bis am Ende die Nachrichtendienste an den Gipfel gekommen sind. Und Wladimir Putin war einer der wichtigsten Figuren aus dem Geheimdienst KGB, der dann diesen Durchmarsch bis ganz nach oben geschafft hat. Die KGB-Führung begann bereits 1987, ausgewählten Autoritäten aus der Unterwelt die Möglichkeit zur Kontrolle über die verschiedenen kriminellen Gruppen in den wichtigsten Gebieten der Sowjetunion zu verschaffen. Für Zentralrussland wählte man Vyacheslav Ivankov, für die Uralregion Alexander Usoyan, für den Fernen Osten Jefimov Vassin und für den Nordkaukasus Juri Bagdarsian. In den folgenden Jahren wurden weitere führende Kriminelle in diesen Kreis aufgenommen, sodass sich zu Beginn der 90er Jahre ein Syndikat Familie der Elf ergab.
Es fand damals die Konversion des KGB statt und Putin war ein Teil davon. Sie waren klug, weil sie wussten, dass sie so nicht weitermachen konnten. Sie organisierten alles, insbesondere die über 600 Firmen, die das Geld der Partei und des Geheimdienstes im Ausland verwalteten. Sie holten Leute aus dem Gefängnis, die wegen Korruption dort saßen, gaben ihnen eine neue Chance, sandten sie nach Österreich, Deutschland, Finnland, Frankreich. Alle diese Leute wurden innerhalb kurzer Zeit extrem reich. Das ist ohne Plan unmöglich. Im Jahr 2000, als Putin zum Präsidenten gewählt wurde, war nach Angaben von Europol kriminelle Strukturen in Russland beherrschend. 5000 Gruppen der organisierten Kriminalität operierten in Russland. Eine Untersuchung des Washingtoner Zentrums für strategische und internationale Studien zufolge sind 2/3 der russischen Wirtschaft unter Kontrolle krimineller Syndikate. Gleichzeitig waren jedoch noch weitaus größere Gangster am Werk, jene, die über die Rohstoffindustrie herrschten. Um welche Summen es dabei ging, zeigte sich im November 2011 von dem High Court in London. Hier klagt seit Ende Oktober 2011 der Oligarch Boris Berezovsky gegen einen anderen russischen Oligarchen, nämlich Roman Abramowitsch. Abramowitsch hat auch exzellente Beziehungen zu dem Rothschild-Clan übrigens. Berezovsky, ein erklärter Gegner Wladimir Putins, der deshalb nach London floh und inzwischen auch tot ist, fordert von Roman Abramowitsch, einem Freund Putins, rund 4 Milliarden Euro, weil ihn dieser bei der Auszahlung seiner Anteile beim Ölkonzern Sibneft und dem Aluminiumproduzenten Rusal betrogen habe. Also natürlich waren sie nicht alle von diesen KGB-Gangstern und diesen KPDSU-Apparatschniks wunderbar einig. Natürlich gab es auch unterschiedliche Vorstellungen, wie Russland in Zukunft auszusehen habe. Nichtsdestotrotz, denke ich, verstehen sie, was hier passiert ist. Tatsächlich hatte Abramowitsch für sein Imperium keinen Rubel bezahlt, stellte sich bei den Gerichtsverhandlungen heraus. Den Ölkonzern, den er damals für gerade einmal 100 Millionen Euro kaufte, hatte er 95 über einen Kredit von Berezovsky finanziert. Abramowitsch hatte inzwischen seinen Ölkonzern Sibneft an Gazprom verkauft für 13 Milliarden US-Dollar. Vor Gericht erklärte er auch, dass er keine Ahnung habe, ob die Haupteinnahmequellen seines Einkommens besteuert würden. Dieses Eingeständnis kam von ihm am 4. November 2011. An den Schalthebeln des Putin-Systems und damit auch bei Gazprom sitzen ungewöhnlich viele ehemalige führende Kader des Militärs und des KGB bzw. des heutigen FSB. Man nennt diese Sicherheitsstruktur auch Siloviki. Olga Krishtanovskaya, Professorin am Institut für Soziologie der Russischen Akademie der Wissenschaft, und Professor Stephen White, Professor für Politik an der University of Glasgow, haben in einer Studie bereits 2005 das Ziel dieser Siloviki beschrieben. Der Staat ist die Grundlage der Gesellschaft, deshalb sollte der Staat stark sein. Ein starker Staat kontrolliert alles. Die Stützen des Staates sind die Siloviki und die Strafverfolgungsbehörden. Dementsprechend nehmen sie, so Olga Krishtanovskaya, die bestimmende Stellung in der Gesellschaft ein. Sie benötigen einen besonderen materiellen und rechtlichen Status. Das haben wir auch gesehen, die Luxuspaläste für hunderte Millionen Dollar umgerechnet, die Privatjets, die Limousinen, die 50.000 Dollar Uhren und so weiter. Die Angehörigen der Sicherheitsbehörden, die ihr Leben im Dienst des Staates riskieren, müssen für die Justiz unerreichbar sein. Ein starker Staat sollte auch die Kontrolle der Wirtschaft, zumindest der natürlichen Ressourcen, in seiner Hand behalten. Meinungsvielfalt ist gefährlich, da sie den Staat von innen untergräbt. Außerdem gibt es einen äußeren Feind, den Westen. Das bedeutet, dass eine starke Armee und eine leistungsfähige Rüstungsindustrie notwendig sind. Die Gesellschaft sollte passiv und gehorsam sein und den Staat nicht schwächen. Und selbstverständlich haben wir dann die Situation, dass russische Bürger, die Hilfe aus dem Ausland suchen, denn es ist in Russland unmöglich geworden, eine richtige Opposition aufzubauen, auf legalem Wege. Also das russische Volk immer stärker, ähnlich wie wir denken, nämlich sie brauchen Hilfe aus dem Ausland, von einer anderen Supermacht. Und deswegen bandelt man in Russland auch gerne mit amerikanischen Undercover-Gruppen und Spionagegruppen an. Natürlich wird das hier in Deutschland, in Europa, in den USA immer beklagt, wie kann man nur versuchen, Russlands KGB-Apparat zu schwächen, wie kann man nur wagen, dort einzugreifen, heißt es. Gleichzeitig unterschlagen ihnen natürlich die Russland-Fans hier im Westen, dass Russland auch ein gewaltiges Spionageprogramm hat weltweit, subversive Aktivitäten durchführt und eben auch Russland die Fühler ausstreckt an die Unzufriedenen im Westen und die Unzufriedenen im Westen hier auf die Hilfe hoffen von Russland. Bis zum heutigen Tag ist der KGB nie zur kriminellen Vereinigung erklärt worden, niemand für die verbrecherischen Aktivitäten der Vergangenheit zur Rechenschaft gezogen worden.
In einer nicht öffentlichen Rede versprach Putin früh in seiner Politkarriere den KGB-FSB-Kameraden, dass er sie nie vergessen werde, wenn er die Spitze der Macht erklommen habe. Schließlich gibt es keine ehemaligen Agenten, habe Wladimir Putin seinen Freunden in der FSB-Zentrale erklärt. Das zeigt Ihnen natürlich, womit wir es hier zu tun haben. Nach seinem Amtsantritt als Präsident war eine von Putins ersten Amtshandlungen einen langjährigen vertrauten Weggefährten, nämlich Nikolai Patruschew aus St. Petersburg, zum Chef des FSB zu ernennen. Alle bedeutsamen staatlichen Behörden, genauso wie die Staatsunternehmen, wurden von diesem Zeitpunkt an von KGB-Veteranen besetzt. Ehemalige KGB-FSB-Angehörige waren in der Präsidialadministration, in der Vertretung des Präsidenten in den Regionen, im föderalen Zolldienst, im Sicherheitsrat und überall sonst. FSB-Verbindungen haben der stellvertretende Sekretär des Ständigen Komitees des Unionsstaates von Russland und Weißrussland, der Generalsekretär der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft und viele mehr. Für Putin waren sie die Garanten eines neuen, stabilen Russlands. Die Rede ist von über einem Dutzend KGB-Veteranen allein in den höchsten Gremien des Gazprom-Imperiums. Und hier geht es noch weiter. Die Verbindung zu Deutschland ist erheblich. Nicht nur russische Ex-Geheimdienstler haben führende Funktionen im Gazprom-Netzwerk, sondern auch die einzigen Brüder im Geiste, ehemalige Ex-Geheimdienstler aus der DDR. Einer von ihnen ist Matthias Warnig, wahrscheinlich der einzige Deutsche in Russland, der in Multifunktionen gleich mehrere Top-Positionen in strategisch wichtigen russischen Konzernen besitzt. Das sind zum Beispiel Transneft, Rosneft und die Verbundnetzgas AG in Leipzig. Die wiederum ist ein Joint Venture unter anderem zwischen Gazprom und der Wintershall AG. Außerdem sitzt er in der staatlichen russischen Außenhandelsbank Vneshtorg Bank. Hier wurde, um ihn in den Aufsichtsrat zu wählen, die Zahl der Aufsichtsräte extra erhöht. Und im Verwaltungsrat von Gazprom Schweiz AG auch noch. Wie kommt er zu diesen Ehren? Da lohnt sich ein Blick zurück in die 80er Jahre nach Dresden. In einer Villa in der Angelikastraße 4 war bis zur Auflösung der DDR eine Außenstelle des sowjetischen Geheimdienstes KGB untergebracht. Hier arbeitete zwischen 85 und 89 Wladimir Putin als Agent. Nicht weit davon entfernt war die Stasi-Bezirksverwaltung, mit der es mehr oder weniger intensive Arbeitskontakte gab. Putin betreute unter anderem in Leipzig Briefkästen des KGB. Laut Aussage des KGB-Mitarbeiters Wladimir Ussoltsev, der mit Wladimir Putin von 85 bis 87 zusammenarbeitete, gehörte es zu Putins Aufgaben, Agentenprofile im Bereich der Wirtschaft ohne legal abgedeckte Legende im gegnerischen Territorium zu entwickeln und zu führen. Sergei Schemetzow war zur gleichen Zeit wie Putin in Dresden als KGB-Agent im Einsatz, und zwar in einer Tarnfirma. Auch später nützte ihm die Freundschaft, sie war das Sprungbrett für Schemetzows weitere Karriere. Er verwaltete anfangs ein Monopol in Russland, das internationale Waffengeschäft. Als Generaldirektor des staatlichen Unternehmens Rossoborne Export war er verantwortlich für 90% des gesamten Waffenexports ins Ausland. Inzwischen ist er Generaldirektor von Russian Technologies, die ein Drittel des gesamten russischen militärisch-industriellen Komplexes kontrolliert. Seine Frau ist ebenfalls reich geworden mit Gazprom. Während des Kalten Krieges war Nikolai Tokarev ebenfalls in der DDR für den KGB tätig. Auch in Ostdeutschland, auch er ist ein Amigo von Putin und gegenwärtig Präsident des staatlichen Unternehmens Transneft, zuständig für die gesamte Logistik des Öltransports. Sein Vermögen wird auf 4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dresden war für einzige KGB-Agenten also ein Sprungbrett für wirtschaftlichen Reichtum. Also das, meine Damen und Herren, das ist das moderne Russland. Und vergessen Sie das nie, wenn man über Handelsbeziehungen spricht, wenn man eine Annäherung an Russland spricht, wenn man hier darüber spricht, dass Russland Deutschland oder zumindest Teilen von Deutschland helfen würde bei der Souveränität und natürlich ja auch bei vielen anderen wichtigen Bemühungen. Russland will keine souveränen Staaten in Europa. Russland will Europa haben. Unter anderem auch das Know-how. Deswegen verbindet man ja eben die Wirtschaft und die Spionage, damit man eben sich das Know-how aneignen kann und die ganzen Entwicklungen nicht unbedingt selbst durchführen muss. Außerdem kann man natürlich dann mit der weltbesten Spionage, wo ein Staat dahinter steckt, auch Konkurrenten aus dem Feld räumen. Also vergessen Sie nie, auch bei den Skandalen um die NSA und die Wirtschaftsspionage und allen möglichen krummen Dingen, dass das Ganze von mehreren Seiten betrieben wird. Zu unser allem Nachteil.